Die Räume des Grafen Trips. It's so beautiful in the high society, where millionaires take out their girls on water ski. If you got money enough, you move completely free. In the oh so beautiful high society. In Siebring gibt Graf Trips einem Radioreporter ein Interview, bekennt sich zu Internationalismus und lustvollem Umgang mit der Technik. Und das alles in einem gekonnt amerikanischen Slang. Heckschleppen, bis wir dann am Bahnhof, an einem Bahnhof in New York angekommen sind, der uns dann nach Siebring, nach Florida runterbrachte. Trips entdeckt die neue Welt. Staunend blickt er durch den Sucher seiner Filmkamera und kann nicht genug kriegen. Er ist fasziniert vom Überfluss und der Leichtigkeit des American Way of Life. Trips gelingt es, das Weltbild vom hässlichen Teutonen zu revidieren. Endlich der sympathische Siegeszug eines Deutschen, kommentiert ein britischer Reporter. Weltenbummler Trips kommt nie mit leeren Händen von seinen Reisen zurück. 1960 entdeckt er das Go-Kart in den USA. Die schnellen Flitzer passen so recht in seine Pläne, in Deutschland die Nachwuchsförderung anzukurbeln, die ihm am Herzen liegt.